Willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren von meinen kleinen, ja, Specials, würde ich mal behaupten. Und zwar ist heute ja Halloween. Was bedeutet, wir machen ein kleines Halloween-Special. Und ich habe mir da etwas ganz Besonderes rausgesucht. Dass ihr mich nicht alleine schreien hört, habe ich neben mir jemanden sitzen. Sag mal hallo. Happy Halloween, Leute. Auch ich bin heute wieder dabei. Der gute? Alte. Hagrid. Genau. Der Hagrid ist wieder am Start und ja, ich werde das Halloween-Special so ein bisschen mit ihm feiern sozusagen. Und nein, ich bin nicht tot. Ich hatte nur ein kleines Problem mit den Render-Sachen, aber das kriegt ihr noch in den fortlaufenden Let's Plays, die ich jetzt gerendert habe, Gott sei Dank wieder gerendert. Hatte einfach nur keinen Bock auf euch. So sieht's nämlich aus. Nein, es kam jetzt fast einen Monat kein Video und das kann es nicht sein. Lange Rede, kurzer Sinn, wir zocken heute Five Nights at Freddy's. Ja, und was genau auf uns zukommt, das wissen wir selber noch nicht so genau. Ich bitte euch auch zu diesem Spiel natürlich das Licht zu dämmen, die Kopfhörer anzuschließen und sich dem Spiel ganz hingeben. So wie wir es jetzt tun. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Starten wir, ja. Okay, dann starten wir und go. Freddy's Pizza. Fazbear's Pizza. Okay. Auf jeden Fall suchen Sie eine Nachtwache. Und es ist unsere erste Nacht. 12 Uhr. Mitternacht. Und wo ist denn das Telefon? Nimm mal den Hörer bitte ab. Oh. Alter, ach so geht das? Ah! Kann man dann runterschalten. Ja, yeah. Ja. Ich habe eine nette Abriegelung. Okay, für eine Pizzeria läuft das echt eh. Haben eine schöne Tür. Und du verbrauchst Strom. Ja, ja. Okay. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. A magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death have occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now that might creepy. Sound bad, I know. Das Chickenviech. Ja, das sieht echt gruselig aus. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and you need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad
if the suits themselves weren't filled with cross beams, wired, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth when they pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the Breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Okay, und jetzt schalte ich mich mal wieder ein. Alter, der hat mir gerade ein Ohr abgekaut. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, und es geht daran, dass wir in der Pizzeria jetzt die Nachtwache sind und sozusagen alles im Auge behalten sollen. Wir gehen die Räume mal ganz kurz durch. Hier sehen wir die Showstage, wo die ganzen Figuren hier zusammengebastelt sind und stehen. Das nächste ist natürlich da, wo die Leute essen. Und Backstage, hier werden die Figuren wahrscheinlich repariert. Schaut so aus, ja. Out of Order, Pirate Crew, das ist wahrscheinlich irgendwie was Neues oder Kaputtes. Genau, oder? Richtig. Close, also das ist die. Ist das die Toilette? Nein, Supplies sind ja Vorräte. Vorräte, oder? Natürlich, klar, logisch. Das ist der Vorratsschrank sozusagen. Der Westhall spielt Musik. Scheint alles ruhig zu sein. Scheint alles noch cool zu sein. Wir gehen mal weiter. Die Westhalle, also. Alter. Hier bin ich dann. Das sind die zwei Räume, die direkt bei mir sind. Genauso auf der anderen Seite. Das ist Osten und Westen natürlich. Also hier Westen, da Osten. Das hier ist die Küche. Da können wir leider nur Ton hören. Da ist wohl die Kamera kaputt. Restrooms. Das sind die Toiletten. Also vor den Toiletten zumindest. Wo ist der Hase hin? Boah, ich trau mich jetzt gar nicht, die Scheiße wegzumachen, Alter. Ich mach lieber mal dich. Ich hab keine. Du verbrauchst ziemlich viel Strom und wir haben nicht mehr viel. Das ist mir egal. Ich will wissen, wo der ist. Häschen. Oh. Oh, da ist er. Okay. Aha. Wir können die Türen wieder aufmachen. Der ist immer noch da. Ja. Guck, ist ein bisschen creepy, der Typ. Fuck. Das wird immer lauter. Ist der ein Stück näher gekommen? Was? Ich sag gerade. Scheiße. Zu. Licht würde ich ausmachen, das bringt ja nichts, oder? Oh, Alter. Oh, da war er. Oh, da ist er. Ich muss die Türen unbedingt aufmachen, sobald ich weiß, wo er ist. Die anderen sind noch da. Irgendwas scheint hier echt nicht in Ordnung zu sein. Jetzt steht er da nur rum, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall 4 Uhr nachts. Wie lange geht denn die Nachtwache? Ich glaube, bis um 6. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh nein. Oh oh. Oh fuck. Oh oh. Wo ist er? Da wieder. Schon wieder hier. Gott sei Dank. Zur Sicherheit gucke ich lieber mal. Wieder Musik. Wow. Wow. Hä? Oh. Oh, oh. Okay. Sind sie zu dritt unterwegs? Zu zweit.
Nein, waren einer drei. Steht noch, der Bär steht noch. Sicher? Der Bär steht da noch. Da ist er. Ah, stimmt. Der Hase ist da. Wo ist der Gockel? Boah, Alter. What the fuck? Ich muss die... Oh, fuck. Okay. Ja. Oh. Oh, oh, wir haben keinen Strom mehr. Oh, shit. Echt nicht? Nein. Oh, fuck, Alter. Nee, bitte. Echt? Nur ist alles verbraucht. Oh, scheiße. Das heißt, geht ja nur durch die Kamera auch weg. Jetzt können wir wohl nur warten. Ich will gar nicht gehen, oh, ich will gar nicht hingucken, Alter. Oh, oh. 6 Uhr. Oh, wir haben es geschafft. Alter. Hui. Yeah. Yay. Kinder jubeln. Oh, zweite Nacht. Okay, und ich glaube, dass sie... Oh, Leute, Alter. Es ist ein ganz einfach gestricktes Spiel. Herrscht schon eine leichte Anspannung. Auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt der wieder. Am besten nicht rangehen. Oh. Oh. Der Hase hat sich schon auf den Weg gemacht. Hallo! Hallo! I won't talk quite as long this time, okay. Since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, yeah. Right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind dir, spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door lights. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character oh yeah. Der steht direkt vor meinem vor meinem Raum. So Kilo-Blick. Muss ich mal aufmachen? Ich hab's glaube lassen. Ich glaube, ich lasse es auf. Der wartet, dass du die Tür aufmachst. Der wartet, das kann gut möglich sein. Wir brauchen halt immer mehr Energie. Ja, war ziemlich viel raus. Wenn die Tür zu ist, dann verbraucht das auch Strom. Ich kann sie aber. Oh, das Hühnchen hat sich auf dem Weg gemacht. Und der wartet immer noch. Fuck. Ja, ist weg. Wo ist der hin? Scheiße. Oh Scheiße, ich sehe den nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Fuck. Oh. Könnte ich aber auch machen. Aber wo ist der hin? Ich weiß es nicht. Da. Nee, 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 doch nicht. Steh auf und such. Ja, aber ja. Geht ja. Zum Glück nicht. Ich glaube, da hätte ich mir doch in die Hose machen. Alter, ich mache mir schon durch die. Kann es sein, dass ich den besiegt habe? Also den einen zumindest? Besiegen? Ja, also dass der halt weg ist jetzt. Wo soll der hin? Ich denke, der spaziert nach draußen. Der Bär guckt uns an. Ja, ich wollte es gerade sagen, der hat sich auch ein bisschen gedreht. Der Kopf hat er sich gedreht? Der da? Alter, ich habe keine Ahnung. War der vorhin auch schon dran? Ja.
ziemlich mutig. Ich bin mir so unsicher und wir haben erst 2 Uhr. Das Licht wieder aus. Das Licht geht automatisch aus. Hase. Ja. Hier ist der Bär. Ja. Der ist in der Küche, oder? Man hört auch so Küchengeräusche. Jetzt nicht mehr, aber gerade eben. So. Doch, da werkelt irgendeiner in der Küche rum. Hühnchen so gut kochen kann. Wir dürfen die anderen nicht aus dem Auge. Oh, da ist er. Unser Hase. Das Hühnchen fehlt. Gockel hüpft in der Küche rum. Was macht denn der? Der steht im Gang. Ja, ich hab ihn schon gesehen. Ich weiß ja nicht, wie gut ich sehen kann. Wir haben nicht mehr viel Strom. So, kleiner Cut. Ich hoffe, ihr habt nichts verpasst. Irgendwie, komischerweise, bin ich rausgetappt. Und irgendwie... Sonst. Oh, Alter. ja. Ich bin gerade irgendwie rausgetappt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht war es das Spiel. Okay, der wartet da vor der Tür. Ich wollte mal gucken. Mein Herz bleibt gleich stehen, Mann. Alter, das ist... Was? Der Kopf hat sich wieder gedreht. Oh ja, der ist wieder weg. Ich bin doch nicht paranoid. Da fehlt aber einer. Wo ist der? Da. Da steht er. Der Gockel. Gott sei Dank. Ja, schon witzig. Der Hagrid, der sonst im Wald rumläuft. Angst vor so ein paar. Der ist weg. Schrotteimer. Da steht er. Ist doch im Gang. Ja, hier. Ja, mal sehen, wie lang noch. 2 Stunden, 10%. 9%. Und es sinkt immer weiter. Die Energie. Der Hase steht da noch, der Bär ist noch da. Und der steht nicht mehr da. Fehlt einer. Da steht einer. Wo? Da, oder? Nein, nee, nee. Dachte, oder? Ah, ich glaube, ich bin. Oh. Okay, man muss echt schnell sein in dem Spiel. Aber bisher. Hast du zumindest schon dieses Herz zerrissen. Oh. Oh, fuck, Alter. Nicht schon wieder. Sicher, dass du auch zur Tür gucken willst. Das überleben wir diesmal nicht. Oh, Kacke. Digi, ist alles okay? Den hat's doch ganz vom Stuhl gebombt. Ist alles okay? Ja, ich. Kommst du? Weißt du nicht, wo ich aufstehen soll? Also Leute, ich bin Game Over gegangen und den hat's gerade rückwärts vom Stuhl runtergehauen. Verdammt! Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung und herzlich willkommen zu der Verabschiedung von dem heutigen Halloween-Special. Ja, was soll ich großartig sagen? Ich habe ja gerade momentan Renderprobleme, das ist knallt. Ich brauche mal echt ein gescheites Renderprogramm, sonst wird das hier nichts mehr. Ich habe jetzt mit Ach und Krach das hier alles gerendert bekommen und jetzt wird auch wieder mehr Videos auf meinem Kanal geben. Es tut mir leid, dass ich die letzten 3 Monate relativ inaktiv war. Ja, was gibt's noch großartig zu sagen, wie euch ein schönes Halloween zu wünschen. Ich hoffe, ihr seid heute Abend alle gut unterwegs, übertreibt's nicht zu sehr. Und werdet dann mein Video hoffentlich dann morgen am 1. oder heute vielleicht noch sehen. Ja, deswegen wie gesagt wünsche ich euch ein fröhliches Halloween und ein frohes Gruseln. Bis dann, haut rein, ciao.
Absolut.